werden sich vielleicht fragen, was hat das mit dem Thema von vorhin zu tun? Wenn Sie so wie ich der Meinung sind, dass der Klimawandel, wenn er nicht eingebremst wird, das Ende vielleicht nicht der Menschheit, aber einen großen Teil der Menschheit bedeutet, dann ist die Frage, ob Demokratie den einbremsen können oder nicht, ob Demokratie den Klimawandel einbremsen, ganz wesentlich. Denn wenn Sie es nicht können, dann braucht man Demokratie nicht. Dann sollten Sie loswerden, vor allem möglichst schnell. Denn was nützt die Demokratie einer Welt ohne Menschen? Daher hängt das sehr wohl mit unserem heutigen Thema zusammen. Es gibt noch viele andere Zusammenhänge, wie Sie sehen werden. Und daher halte ich es für legitim, über dieses Thema zu reden. Sie haben auch bei Dennis gesehen, Klima ist eine dieser Grenzen, die halt relevant ist für die weitere Entwicklung. Also es gibt viele Zusammenhänge. Ähnlich wie Dennis, muss ich sagen, ich werde Ihnen keine klare Antwort geben. Ich werde nicht sagen können, ja oder nein. Ich werde Ihnen meine Art von Antwort anbieten und wir können dann gerne in der Diskussion darüber reden, ob sie legitim ist oder nicht. Ja. Andere Richtung, andere Richtung. Zunächst aber, was heißt Klimawandel einbremsen? Worum geht es eigentlich? Ich denke, dass das Wissen vielleicht schon allgemein ist, aber stelle immer wieder in der Diskussion nachher fest, dass es vielleicht doch nicht so ist. Daher ein paar Ausführungen nur zum, was bedeutet Klimawandel einbremsen. Sie sehen hier eine Grafik, die zeigt sozusagen über die Jahre, wie die Treibhausgasemissionen sich entwickeln werden. Der rote Bereich ist sozusagen ohne irgendwelche Klimaschutzpolitik. Der gelbe Bereich, der darunter liegt, ist das, was mit derzeitig bereits laufenden Maßnahmen erreicht werden kann. Und Sie sehen, das ist schon ein gewisser Fortschritt gegenüber keiner Politik. Damit Sie gleich die Orientierung haben, der blaue Teil ist das, was wir erreichen müssten, wenn wir das Pariser Abkommen umsetzen wollen. Das heißt, wenn wir den Klimawandel einbremsen und sozusagen das Klima stabilisieren wollen. Und der orange Teil ist das, der dicke Pfeil ist das, was nach den Verpflichtungen, zu denen sich die einzelnen Nationen bekannt haben, im Pariser Abkommen, das sind Selbstverpflichtungen, was wir damit erreichen könnten. Und Sie sehen, da sind wir immer noch weit weg von dem, wo wir eigentlich hinkören. Dann gibt es bei diesen Verpflichtungen auch noch ein paar so konditionelle Verpflichtungen, wenn dann, Verpflichtungen und dann kommen wir noch einmal herunter und da sind wir ungefähr bei der Hälfte dessen, was eigentlich unsere Zielvorgabe ist, gegenüber keine Politik, also nicht gegenüber jetzt, sondern gegenüber keiner Politik. Das heißt, die Herausforderung ist schon eine ziemlich große, es ist noch sehr viel offen, es ist noch sehr viel zu tun. Es ist die Frage, wer muss tun? Und Sie sehen hier eine sehr vereinfachte Darstellung, die davon ausgeht, dass das, was in Paris zugesagt wurde, dass das umgesetzt wird und danach nichts mehr zusätzlich getan wird. Und das Interessante an dieser Darstellung, und das ist etwas, was ja vielen Menschen nicht so bewusst ist, ist, dass es nicht wirklich um die Emissionen der EU, der USA oder der anderen OECD-Staaten geht, sondern dass es eigentlich um die Emissionen der Entwicklungsländer geht, unter Schwellenländer. Also China, Lila oder bis auf Indien, das hier grün dargestellt ist und das systematischen Anstieg erwarten lässt, alle anderen sind in der schwarzen Linie zusammengefasst. Und Sie sehen, die Zukunft hängt eigentlich nicht direkt von den Emissionen bei uns ab, sondern sie hängt auch von den Emissionen in der dritten Welt. Wir wissen, wissenschaftlich gut belegt, wie viel Treibhausgase wir noch in die Atmosphäre einbringen dürfen, wenn wir diese 2 Grad nicht überschreiten wollen. Und das ist nicht so sehr eine Frage, wann wir es tun, sondern es ist eine Frage, ob überhaupt, weil die Lebenszeit der Treibhausgase in der Atmosphäre insgesamt von CO2 ist eine sehr lange, sodass es nicht wesentlich ist, ob wir das jetzt in den nächsten 10 Jahren oder in den nächsten 50 Jahren emittieren. Frage ist, emittieren wir es oder emittieren wir es nicht?
Und diese Grafik zeigt an, dass der Temperaturanstieg sozusagen mehr oder weniger proportional ist der Gesamtemission seit der industriellen Revolution. Und da sehen wir, dass wir insgesamt die 2 Grad, die in Paris die oberste Grenze ist, wenn wir die nicht überschreiten wollen, dann haben wir insgesamt ein Couvrat von 3200 Gigatonnen CO2. Davon haben wir 2200 bereits in die Atmosphäre eingebracht. Das heißt, es bleibt ein Rest von 1000 Gigatonnen. Ich habe diese Darstellung sehr gern, weil sie sehr unmittelbar zeigt, was bedeutet das in der Praxis. Und Sie sehen hier, was wir so an fossilen Ressourcen noch unter der Erde haben und wie viel davon wir verwenden dürfen, wenn wir diese 1000 Gigatonnen nicht überschreiten wollen. Und Sie sehen, von der Kohle müssen wir mal davon ausgehen, dass wir keine Carbon Capture and Storage machen, also keine Speicherung irgendwo unter der Erde oder im Ozean, dann müssen wir 90% der Kohle unter der Erde lassen. 60% von Öl und Gas unter der Erde lassen. Dass das ein Politikproblem ist, ist wohl klar. Das heißt, wenn wir jetzt wieder über Demokratien reden, die Mehrheit der Bevölkerung in den Ländern, die reich an diesen Ressourcen sind, müssen entscheiden, dass sie auf diesen Reichtum verzichten. Und das ist, worum es im Grunde genommen bei den internationalen Klimaverhandlungen geht. Was bedeutet diese bedeutenden Zahlen für Österreich, um das auf Österreich einmal herunterzubrechen, weltweit 1000 Gigatonnen, wir sind ungefähr ein Tausendstel der Weltbevölkerung, das heißt uns steht zu eine Gigatonne CO2. Das ist sehr positiv für Österreich gerechnet, denn in Wirklichkeit haben wir ja schon sehr viel verbraucht, während andere Länder fast nichts hatten. Also, ich habe gerne den Vergleich von den 10 Menschen, die mit 10 Liter Wasser in die Wüste gehen. 2 davon haben schon 8 Liter ausgetrunken und dann sagen sie großzügig, wir teilen den Rest fair unter allen auf. Nicht so ungefähr ist diese Rechnung nur, damit sie das verstehen. Aber es ist im Grunde ein ethischer Ansatz, aber halt mit gewissen Voraussetzungen. Also eine Gigatonne steht uns zur Verfügung. Was bedeutet das? Wir emittieren derzeit ungefähr 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das kann man leicht ausrechnen, 2030 dürfen wir kein CO2 mehr emittieren, wenn wir nicht sehr schnell jetzt reduzieren unsere Emissionen, sodass die Gesamtmenge sich länger ausdehnt. Also wenn ich sehr viel vom Kuchen jeden Tag esse, dann habe ich nicht lang. Wenn ich jeden Tag immer weniger esse, dann kann man sich länger erhalten. In 14 Jahren müsste Österreich emissionsfrei sein. Jeder zweite Haushalt in Österreich heizt fossil. Über den Verkehr, über die Mobilität brauche ich nicht reden. Das heißt, die Veränderungen sind wirklich tiefgreifend. Vielleicht liegt es daran, wie wir das darstellen, aber die Menschen wollen die Veränderungen nicht. Und das heißt, mit Klimaschutz kann man keine Wahlen gewinnen. Und es wird Sie daher nicht wundern, dass im heute eben jetzt laufenden Wahlkampf Klima kein Thema ist. Zumindest ich habe noch auf keinem Plakat gefunden und auch sonst hört man kaum etwas darüber. Auch bei den Grünen. Ja, Leo. Okay, ich habe mehr gehört als ich. Manches, was man hört, geht in die Richtung. Gut, aber jedenfalls Klimaschutz ist nicht das Thema, über das die Menschen direkt in der Wahl entscheiden. Obwohl sie natürlich indirekt sehr gut. Ich habe im Titel gesagt, nicht nur einbremsen, sondern zeitgerecht einbremsen. Und daher möchte ich nur ganz kurz sagen, was heißt zeitgerecht. Auch das ist aus dem Pariser Abkommen, obwohl ich nicht sagen würde, dass das Pariser Abkommen tatsächlich bewirkt, dass wir zeitgerecht dran sind. Aber es ist zumindest ein Versuch in diese Richtung. Und da steht im Augenblick drin, dass der Höchststand an Emissionen so bald wie möglich sein muss. Und nachdem das für die ganze Welt gilt, heißt das, dass für die Industrienationen dieser Tage eigentlich sein müsste. Und das andere, was ganz wesentlich ist, dass wir in Summe emittieren, nicht mehr sein darf als das, was die Natur aufnehmen kann. Und zwar nicht die Atmosphäre, sondern die Pflanzen und auch der Ozean, der dabei allerdings versauert. Aber solange ich mehr emittiere, als die anderen Speicher aufnehmen können, steigt die Konzentration in der Atmosphäre. Das heißt, es nützt nichts, dass wir 10% weniger emittieren,
Solange wir über dieser Marke sind, steigt die Konzentration und solange steigt der Klimawandel. So, Naomi Klein hat ein Buch geschrieben, This Changes Everything, Capitalism versus Climate. Da Übersetzung fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Und sie sagt dort, sie beschreibt dort einen Kongress der Klimaleugner, an dem sie teilnimmt. Und sie sagt, sie hat den Eindruck, das sind die einzigen Menschen, die den Klimawandel wirklich verstanden haben, die nicht wirklich verstanden haben, was es bedeutet, das Klima zu schützen. Dass das eine derartig tiefgreifende Veränderung unserer Gesellschaft ist, die diese Menschen nicht wollen. Und daher leugnen sie mal den Klimawandel. Während wir alle sagen, wir, ja, Klimawandel, wir müssen was tun, aber irgendwo hast du nicht wirklich geschnallt, was das an tiefgreifender Veränderung bedeutet. Und daher bin ich voll in der Chor mit der Meinung von Dennis, über die Zahlen kann man streiten, aber dass sich im Zuge dieses Klimawandels und der Klimaschutzmaßnahme mehr verändern wird, oder auch wenn wir es nicht tun, mehr verändern wird als in den letzten Jahren. Die Frage ist also nur die entscheidende Frage, können Demokratien das leisten? Und da beziehe ich jetzt auf ein Buch von Leckerli und Welzer, Das Ende der Welt, wie sie kannten, die darauf sehr explizit eingehen und sie sagen, einerseits, und das hat ja Dennis auch mit seiner Easy Problem und Difficult Problem gezeigt, der kurze Zeittakt der Demokratie läuft den langfristigen nachhaltigen Lösungen entgegen, die notwendig sind, um den Klimawandel einzubremsen. Das heißt, wir haben ein Skalenproblem in der Zeit. Wir haben nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft hat einen Zeitfaktor, der ganz anders ausschaut als der Zeitfaktor, der notwendig ist, um diese Probleme zu lösen. Sie weisen dann darauf hin, dass die klimapolitischen Maßnahmen irgendwo zwischen nationaler Ohnmacht, in die wir uns ja begeben haben, mit gewissen Aspekten der Globalisierung und supranationalen Sachzwängen, da kommt einfach die Handlung nicht zustande, die notwendig ist. Und das System, das sich entwickelt hat, ich gehe jetzt näher darauf ein, was das ist, aber dieses System wehrt sich natürlich. Auch das hat Dennis ja angesprochen, das System wehrt sich und es wehrt sich unter anderem mit der Erzeugung von Mythen. Wir leben in einer Welt, in der Mythen bewusst erzeugt werden und sich unheimlich hartnäckig halten. Ob das ist, dass man in Passivhäuser die Fenster nicht aufmachen kann, es ist völlig wurscht. Wir haben jede Menge von Mythen, die einfach geglaubt werden, die immer wieder wiederholt werden und die Veränderung sehr, sehr schwer machen. Und dazu gehört auch das Mythos, dass es in Wirklichkeit um eine Ökodiktatur geht. Den Mythos. Ja, wie schauen die empirischen Befunde aus? Die empirischen Befunde scheinen das zu bestätigen, was so theoretisch über die Demokratie, von der Demokratie zu erwarten ist. Und wenn man sich anschaut, ohne auf das im Einzelnen einzugehen, die Versuche seit 1992 in Rio, dem World Summit, wo das Klimaabkommen, Rahmenabkommen beschlossen wurde, sind nicht wahnsinnig überzeugend. Also es sind Versuche, aber es ist irgendwie nicht wirklich überzeugend, was seit 1992 passiert ist in der Sache Klimawandel. Und es hat in gewisser Weise 20 Jahre nach Rio, Dankeschön, es wird nichts nützen. In gewisser Weise hat es 20 Jahre nach Rio mit dem Dokument The Future We Want einen Höhepunkt gefunden, das gestrotzt hat von man sollte, man könnte, aber nichts wirklich festgelegt hat und darüber hinaus ganz klar sich für Wachstum ausgesprochen hat. Also die empirischen Fakten scheinen diesen Befund, dass die Demokratie ungeeignet ist, solche Probleme zu lösen, zu unterstützen. Dann hat aber Demokratie sehr klare Zeichen gegeben. Und Sie sehen hier nur ein Bild von den Demonstrationen 2014 für Klimaschutz in New York. Und es war nicht die einzige. Hunderttausende nehmen Klimademos über die ganze Welt verteilt teil. Österreich immer relativ schwach, aber in anderen Ländern ist da viel mehr Schwung dahinter. Sozusagen,
da ist etwas passiert, da hat Bevölkerung eingegriffen und im Grunde genommen sind wir da irgendwo auch bei einem Aspekt der Demokratie, einem ganz grundlegenden Aspekt der Demokratie, der hier sich gewehrt hat. Natürlich ist das Klima uns zu Hilfe gekommen bei diesen Aktionen. Weltweit kosten die extremen Ereignisse Millionen von Menschenleben, es sind tatsächlich Millionen, und natürlich auch wirtschaftlichen Schaden. Und ja, letztens drei Wochen, in den USA ist das schon mal ganz deutlich geworden, wobei tropische Wirbelstürme natürlich auch vorher da waren, aber die Intensität und die Regenmengen, die damit verbunden sind, die erreichen, bedingt durch den Klimawandel, neue Dimensionen. Ja, der Zusammenhang zwischen Flüchtlingen und Klimawandel wird immer deutlicher. Das heißt, die Problematik der Flüchtlinge geht nicht weg, wenn wir das eine Kriegsproblem gelöst haben. Auch das wird bewusster. Und da, unter dem Eindruck hat nicht zuletzt auf der G7-Gipfel aus Elmau tatsächlich einen Beschluss gefasst. Wie wirksam ist eine andere Frage, aber immerhin einen Beschluss gefasst, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 70% zu reduzieren und bis 2100 vollständig die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren. Wesentlich mehr als vorher je international beschlossen wurde. Und dann hat sich vor allem 2015 hat sich doch einiges ergeben. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO sind beschlossen worden. Sie sehen das Symbol da hinten, Dennis Meadows hat das Achter dabei herausgegriffen und hat gesagt, da steckt Wirtschaftswachstum drin, das ist richtig, aber deswegen würde ich nicht alle 17 in den Papierkorb werfen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele sind ein ungeheuer ambitionierter Versuch, die wesentlichen Probleme unserer Welt anzugehen. Und das, glaube ich, muss man anerkennen. Das Pariser Klimaabkommen wurde verhandelt im Jahr 2015, gegen alle Erwartungen erfolgreich unter der französischen Präsidentschaft, 2016 unterzeichnet und ist 2016 noch in Kraft getreten. Wenn man das vergleicht mit dem Kyoto-Protokoll, das im Grunde genommen fast nur Kosmetik war, das hat 8 Jahre gebraucht, bis es in Kraft getreten ist, also bis es ratifiziert war. Also das ist ganz beachtlich. Und was auch beachtlich ist, der Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen erschüttert das Abkommen nicht. Es führt nicht dazu, dass alle anderen sagen, das brauchen wir auch nicht. Sondern im Gegenteil, die Reaktion Marrakesch, aber auch danach war, jetzt erst recht. Das heißt, es gibt schon auch positive Entwicklungen. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie viel davon ist Demokratie und was ist nicht Demokratie, angesichts dessen, dass nur 4% der Menschen nicht demokratisch wirklich, wirklich demokratischen Ländern leben. Und da war Österreich dabei, bin ich so sicher. Aber ist es vielleicht nicht ein Zeichen von Demokratie? Nichtsdestotrotz, die UNO ist doch ein Gremium und auch das internationale Pariser Abkommen ist doch etwas, was auf Völkerebene demokratisch Entscheidungen trifft. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere empirische Befunde. Der Zuwachs an erneuerbarer Energie betrifft erstmal den an fossiler Energie. Kohle- und Fracking-Gas-Giganten gehen pleite. Der Westen entwickelt sich rasch und Investment von Nicht-OECD-Ländern in Erneuerbare übertrifft das der OECD. Ich möchte Ihnen nur ein paar Statistiken zeigen. Sie sehen hier die Investitionen, die Neuinstallation von Energie, das ist Elektrizität, übertrifft die durch fossile, trotz vollkommen verkehrter Subventionspolitik. Das Divestment, ein ganz wesentlicher Aspekt, nimmt ungeheuer schnell zu. Sie sehen hier im September 2014 waren es noch 50 Billion in Assets, also das sind amerikanische Billions in Assets, die sozusagen herausgezogen wurden aus fossiler Energie und ein Jahr später schon 2,6 Trillionen. Also dramatische Veränderungen, Sie sehen das auch hier, wie das zunimmt, also wie sehr das Geld aus den Fossilen herausgeholt wird. Das heißt, hier verändert sich etwas, hier tut sich etwas.
und dass die Investitionen von den Nicht-OECD-Ländern, also genau jenen Ländern, die für die Zukunft des Klimas entscheidend sind, dass diese Investitionen inzwischen in die Erneuerbaren inzwischen von die der OECD-Länder übersteigen. Also auch ein positives Zeichen. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hingehören. Diese Investitionen sind insgesamt noch viel zu gering. Aber es gibt zumindest Anzeichen, dass sich etwas in die richtige Richtung entwickelt. Wie kann man das jetzt vom Verständnis der Demokratie her noch untermauern? Es gibt in der Demokratie eben neben dem Ergebnisnutzen, in dem Fall alles, was zum Klimawandel beiträgt, Klimaschutz beiträgt, gibt es auch einen Prozessnutzen. Auch der Prozess, der Vorgang ist etwas Positives und kann zum Beispiel, und ich hielte das für eine wirkliche Chance, es kann zum Beispiel dieser Kampf gegen den Klimawandel die Gesellschaft wieder zusammenführen. Ich sage gerne, dass das so etwas Ähnliches ist wie die Anstrengung im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat die Gesellschaft zusammengeführt. Auch das wäre eine Möglichkeit der SDGs, aber auch des Klimaschutzes. Und es gibt eine Unmenge von Synergien zwischen Klimaschutz und direkteren Anliegen der Bevölkerung. Klimaschutz ist immer so ein bisschen obskur, bei andere Generationen, woanders. Aber es gibt eine Menge von Synergien mit dem, was mich direkt betrifft. Und wir arbeiten derzeit gerade an einem Sachstandsbericht, weil er vorher erwähnt wurde, über Klima und Gesundheit und Demografie. Und wenn man sich das anschaut, was Klimaschutz und Gesundheitsschutz miteinander zu tun haben, also das ist so verschränkt und das erfordert Transformation in der Gesellschaft, aber auch, also im Energiesystem, in der Gesellschaft, aber auch im Gesundheitssystem. Durchaus in einem positiven Sinn. Legge und Welser reden von der Weisheit der Masse als Zeichen für Demokratie, nicht als eine Tyrannei der Mehrheit. Und wenn man das wirklich so versteht, dann kann Demokratie eben sehr viel leisten. Und es ist gar kein Zweifel, dass Mitbestimmen, was einen betrifft, also das Mitbestimmen, was einen unmittelbar betrifft, erzeugt Verantwortung für die Zukunft. Und das werden wir brauchen, wenn wir die Veränderungen durchsetzen wollen, die notwendig sind, um Klimaschutz zu betreiben. Und das kann eben Demokratie, kann Mitbestimmen lassen. Aus diesen Überlegungen ergibt sich zunächst einmal die Schlussfolgerung, dass mehr Demokratie, nicht weniger, gebraucht wird, um Klimaschutz zu betreiben. Nämlich dieses Mitbestimmen in dem Sinn, dass meine Stimmabgabe, aber auch meine politische Aktivität tatsächlich einen Einfluss hat auf das, was passiert. Das müsste ja Demokratie eigentlich sein. Das brauchen wir. Brauchen eh nicht zur Wahl gehen, weil es ist eh wurscht. Eh schon klar, was Partei rauskommt. Und es ist egal, welche Partei vorne ist. Die Politik wird dieselbe sein. Also wirkliche Demokratie. Und Chomsky, namens Chomsky, nennt das Policy. Popular Democracy with Engaged and Informed People. Das Engaged and Informed People ist etwas ganz Wesentliches. Ich möchte jetzt noch kurz auf Demokratie eingehen. Und zwar orientiere ich mich dann an Varoufakis, Yannis Varoufakis, der beschreibt, dass das, was Hermann Knoblauch an der Einleitung gesagt hat, die Demokratie in Athen tatsächlich Demokratie war. Aristoteles hat Demokratie definiert als die Gesellschaftsform, in der die Freien und die Armen als Mehrheit die Regierung kontrollieren. Natürlich, die Frauen waren nicht dabei, die Sklaven waren nicht dabei, aber wenn man jetzt einmal innerhalb dieses Systems schaut, dann ist dort eine Mehrheit der Macht, eine Mehrheit der Armen, weil die Armen sind immer mehr als die Reichen. Und sie gab den arbeitenden Armen Recht auf freie Meinungsäußerung und auf politische Mitbestimmung mit gleicher Stimmgewichtung in Frage der Staatsbelange. Dummerweise fußt unsere Demokratie nicht auf der Athener Demokratie. Wir, unsere Demokratie, ist ein mühsamer Prozess des Abbringens von Rechten von den Mächtigen. Varoufakis führt das zurück auf die Magna Carta 1215, wo sozusagen grundlegende politische Freiheiten des Adels, nicht der Menschen, sondern des Adels, den englischen König gegenüber abgerungen wurden.
Und der nächste große Schritt war die sogenannte glorreiche Revolution 1688, wo der König zugestimmt hat, nur mehr mit dem Parlament zu regieren und wo das Parlament die Thronfolge geregelt hat. Parlament waren natürlich auch die Adligen. Aber es war sozusagen zunächst ein unheimlicher Kampf des Adels, dem König Rechte abzutrotzen, abzukämpfen. Das hat er im Grunde genommen immer dann gemacht, wenn der König, der gebraucht hat für Kriege, dann hat er wieder ein paar Rechte sich verdient. Und wenn man die amerikanische Verfassung und insbesondere die Verfassungswerdung anschaut, die Founding Fathers of America, sozusagen das Sinnbild der Demokratie in vielen Denken, wir wundern uns heute oft, warum dieses komplizierte System mit Wahlen ernannt. Ja, genau deshalb, damit die Mehrheit der Armen nicht tatsächlich das Sagen hat, sondern dass es eine Kontrollinstanz dazwischen gibt, Wahlmänner, die sollte die Mehrheit der Armen ungeeignete Personen aus Sicht der Habenden, der Mächtigen, der Reichenden wählen, dass die Wahlmänner das noch kontrollieren können. Das heißt, unsere Demokratie fußt nicht auf den Grundgedanken One Man, One Vote, de facto, sondern sie ist aus einem Abringen von Rechten, von Mächtigeren entstanden. Und Chomsky noch einmal sagt, man musste immer kämpfen für mehr Demokratie und auch für andere Anlagen. Sie ist den Menschen nie in den Schoß gefallen. Es war immer ein Kampf. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass sie jetzt in den Schoß fallen wird. Naomi Klein sagt, weil der Preis, den wir zahlen werden, und das geht jetzt wieder auf den Klimawandel, so gigantisch ist, ich gehe anders auf die Lage als zuvor, solange wir die kleinste Chance auf Erfolg oder auf eine Linderung des Schadens haben, müssen wir kämpfen. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was mich am deutlichsten unterscheidet von Dennis Meadows. Dennis Meadows hat hier mal gesagt, der Unterschied ist, du willst die Welt retten, ich nicht. Ich denke aber, diese Antwort ja oder nein auf deine letzte Frage, das ist nicht etwas, was uns in den Schoß fällt. Also diese Liste, was zu tun ist, das ergibt sich nicht von selber. Das ist etwas, wofür man kämpfen muss. Und zum Schluss noch ein kurzer Exkurs in den Resilienz. Der Zyklus, wie der vielleicht von Harald Pazmeier oder auch Müller und Pfaff dargestellt wird. Sozusagen jedes System, und abgeleitet ist aus natürlichen Systemen, Sie können an eine Wald denken, der hat sozusagen eine Pionierpflanze, da gibt es so kleine Pionierpflanzen und dann kommen langsam die Büsche und dann kommen Bäume und dann letzten Endes haben wir ein volles Ökosystem und das ist diese Entwicklung dahin auf mit diesen vielen Abweichungen. Aber insgesamt eine Entwicklung hinaus, bis es dann eine reife Stadium erreicht wird. Und wenn das reife Stadium erreicht ist, also wenn die Bäume aufhören zu wachsen, wenn das Ökosystem aufhört, im alten Sinn zu wachsen, dann kommt ein Zerstörungsprozess. Dann sterben die alten Bäume ab zum Beispiel. Und dieser Zerstörungsprozess führt zu einer Reorganisation. Kommen die jüngeren Bäume, die haben plötzlich mehr Licht, mehr Luft, die können besser wachsen, da bildet sich dieses ganze Ökosystem. Und der ganze Prozess wird erneuert. Natürlich kann es eine Katastrophe auch geben und es geht nicht zurück zu einer Erneuerung, sondern das System kollabiert. Ähnlich bei Gesellschaftssystemen. Es gibt diese Phase des Aufbaus der Entwicklung und es erreicht dann irgendwann eine gewisse Reife und danach kommt eine Art Zusammenbruch, das kann ein kreativer Zusammenbruch sein, das kann ein katastrophaler Zusammenbruch sein. Aber was ganz klar ist, Veränderungen sind in dieser Phase am leichtesten zu erzielen. In dieser Phase, wo alles ein Ziel zustrebt, da ist das Gleis gelegt. Veränderungen erzielt man in dieser Phase. Und wenn ich mir so unsere Parteienlandschaft anschaue, wenn ich mir so verschiedene Institutionen in Österreich anschaue, dann denke ich, eigentlich sind wir dort, wo Veränderungen gut zu erzielen werden. Ja. Warum brechen große Parteien zusammen und werden zu Bewegungen? Und das ist eine andere Frage, aber sind wir an einem Zeitpunkt, wo Veränderungen vergleichsweise leicht zu erzielen werden? Wir müssen wissen, was wir wollen.
Wir müssen wissen, welche Veränderungen. Und natürlich müssen wir auch wissen, wo man ansetzen muss, um diese Veränderungen herbeizuführen. Aber dieser Gedanke, dass wir nicht in einer festgefangenen Bahn sind, sondern dass unsere Systeme einen Zeitpunkt erreicht haben, ich weiß nicht, ob alle und die Notwendigen, kann ich nicht beantworten, aber im Prinzip denke ich schon, dass es viele Bereiche gibt, wo wir jetzt die Gelegenheit haben, Veränderungen herbeizuführen. Die können Katastrophen führen, aber sie können auch zu Erneuerung führen, zu einem neuen Zukunft, in einer transformierten Gesellschaft, klimafreundlich, menschenfreundlich, friedvoller, nicht unsere derzeitige. Und ich denke, dass sich dafür lohnt zu kämpfen. Dankeschön.